Dr. Campton, Crane hier. Hören Sie mich? Crane, ah ja, wie kommen Sie voran? Haben Sie Jade gefunden? Ja, ich habe sie gefunden. Ich habe die Gewebeproben. Sobald ich eine dringende Sache erledigt habe, bringe ich sie zu Ihnen. Gut, Crane. Vergessen Sie aber nicht, dass Eile geboten ist. Was ich vorhabe, wird uns mehr Zeit verschaffen. Bis dann. Ja. Moin Moin Leute, euer Seo hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dying Light. Oh yeah. Huch. Surprise. Und heute werden wir uns mit Troy treffen. Das heißt, wieder zurück zu unserem Türmchen. Aus dem Weg. Ah, die Flugzeuge sind wieder da, ne? Ich wollte gerade in mein Inventar meinen Wurfhaken nehmen und ja. Ach, ihr seid's. Euch werde ich schon nichts tun, oder? Ich war auf der Suche nach brauchbarem Zeug und hab gedacht, ich bin allein. Da höre ich sie nicht nach, werde ganz zu mir höchsten. Easy going. Und dafür 3000. Ich schau die ganze Zeit auf die Karte. Die ganze Zeit irgendwo bricht gleich ein Zombie aus und tötet mich. So. Noch ein Hilfepaket. Ist das dein Ernst? Es hat mich gebissen. Ich bin jetzt infiziert. Könnt ihr mal damit aufhören? Wie sie den ersten Schlag überlebt hat. Faszinierend. Tschüss. Müssen wir noch ein ganz schönes Stück laufen. Ja, ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich halte mich da raus. Das wird noch ein langer Weg. Wir könnten natürlich auch beim Quartiermeister vorbeischauen, aber wenn wir in der Nähe sind, würde ich sagen, sind wir in der Nähe. Noch lange nicht in der Nähe. Wir sind in der Nähe der Quest, ja. Am Arsch, ich werde da jetzt nicht hingehen. Nur weil dein Baby lacht. Oder ein Kind. Dann lasse ich mich gar nicht erst ein. Hör auf zu schreien. Ich werd nicht kommen. Jawohl, nice. Und? Was muss ich tun? Installiere diesen Verstärker am höchsten Punkt in der Stadt. Das erhöht unsere Chancen, das Signal durchdringen zu können. Lass mich raten. Ich muss auf den riesigen Funkmast am Stadtrand klettern. Der kürzeste Weg ist durch die Kanalisation. Kontaktiere Savvy, sobald du wieder ans Tageslicht kommst. Er wird dir helfen. Sobald der Verstärker installiert ist, stell dein Funkgerät auf die richtige Frequenz ein, sodass dich jeder hören kann. Hoffen wir, dass es klappt. Ich bin gespannt. Wie viel Prozent haben wir jetzt? 76. Gibt es nicht irgendwie noch eine normale Quest? Könnte sein, dass es alles war. Ich finde, der zweite Stadtteil war ein bisschen kurz oder ist ein bisschen kurz. Naja, lassen wir uns doch überraschen. Vielleicht
kommt nochmal so eine Riesencharge an normalen Quests. Würde mich freuen. Nicht spucken, nicht spucken, bitte. Oh. That was close. Nein. Aus. Pfui. Böses Baby. Böses und totes Baby. The fuck? Oh, da sind ganz viele. Da halte ich mich am besten raus. Hey. Tschüss. Mülleimer? Ah. So, betreten Sie die Abwasserkanäle. Das kriege ich hin. Nichts leichter als das. Nehme ich das nur alles mit. Okay. Vielleicht doch ein bisschen schwerer. Also, es sind Toiletten. Obwohl. Ah, ich verstehe. Bitte keine Zombies. Ich habe nicht nach rechts geguckt. Könnte gleich jederzeit explodieren. Ach, gehe ich jetzt wieder zurück auf die andere Seite? Kann das sein? Raufbold. War jetzt nicht meine Absicht. Kanalisation betreten. Ah, wahrscheinlich kriegen wir da gleich nochmal ordentlich Quest. Das Funksignal muss stark genug sein, um die Störfrequenz zu durchdringen. Es sollte reichen, den Verstärker am höchsten Antennenmast von Haran zu montieren. Hoffe ich zumindest. Savvy meint, der sicherste Weg sei durch die Kanalisation. Oder auch nicht. Schade, ich dachte, wir gehen nochmal kurz ins andere Gebiet. Hätten wir wenigstens gleich die Quarantänezonen mitmachen können, ne? Unendlich viel Müll, Mull meine ich. Kann man mit Mull irgendwie noch was anderes machen? Das gefällt mir gar nicht. Gas und Funken? Der sicherste Weg? Definitiv. Ja, je höher man im Level ist, umso einfacher werden die Schlösser. Das ist doch schon mal gut. Kann ich später hier sogar herumlaufen und frei Schnauze Schlösser öffnen. Das ist doch nice. Dort gefällt mir. Ich habe den Schaden jetzt nicht gesehen. 352, gar nicht mal so schlecht. Ich mache am besten mal die Tür zu, dann kann keiner reinkommen. Das nehmen wir auch mal mit. Ja, easy. Haha. So gefällt mir das, Freunde. So sollte das sein. Na, unter 300 Schaden. Naja, gut. Gut, hier ist nichts. Dann auf geht's. Hier wird gleich wahrscheinlich alles explodieren. Wenn einer von diesen Pissern kommt. Einfach mal Bock hat drauf zu gehen. Zombies? Oh Gott, ist das ein Kind? Bitte nicht. Weiß schon, was auf ihn zukommt.
Bin doch verdammt weit weg. Du Mistvieh! Ach so. Wir haben sie gar nicht umgebracht. Ich gehe lieber in diese Richtung. Ich konnte ihn nicht rechtzeitig den Mund stopfen. Ja, kommt gleich so ein Digger. Ich spare mir mal die Munition auf. Erstmal so schnell wie möglich alle Kleinen erledigen. Ja, ist ja gut. Ich glaube, der Dicke ist jetzt da, oder? Nein. Ja, wie viele denn noch? Jetzt ist er durchgekommen. Ich halte mich kurz. Aber meine Waffe ist kaputt. Ich will meine Waffe reparieren, verdammt. Ja. Oh Gott, die sind zu zweit. Jetzt kack doch mal ab. Neue Kraftstufe erreicht. Was habe ich bekommen? Erstmal gucken wir hier rein. Okay, noch mehr Schaden absolvieren, das ist gut. Sehr gut sogar. Auffälliges irgendwas haben wir bekommen, ne? Zweimal? Die waren doch gerade zu zweit, oder nicht? Das waren noch zwei Dicke. Und wenn ich gleich weggerammt werde, wissen wir alle Bescheid. Das ist nicht dein Ernst hier. Das ist jetzt nicht dein Ernst in so einer Situation. Ja. Gut, gibt's Schlimmeres. Ich glaube, da war noch ein zweiter Dicker. War doch gerade zu zweit. Hä? Hä? Hätte ich ja gar nicht so eine Panik bekommen sollen. Ich nur meine Nahkampfwaffe versuchen können, fertig zu machen. Ich hab hundertprozentig zwei Leute dann gesehen, also zwei Dicke. Na gut. Auch ich kann mich mal irren.
Power Raid. Ach, jetzt plötzlich geht's ein bisschen einfacher. Ja, jetzt, wo ich nicht im Stress bin. Naja. Seien wir mal so lala. So. Ui. Nice. Ich vermute mal, wir sollen hier dran drehen. Komm. Moment. Da kommen wir nicht vorbei. Können wir hier auch dran drehen? Da würde ich doch lieber am liebsten mal gucken, was hier ist. Weil das andere sieht nach dem richtigen Weg aus. Na komm. Wäre natürlich geil, wenn wir zuerst den falschen Weg erwischen und dann den richtigen. Das mache ich nämlich am liebsten. Jetzt nicht das sarkastisch gesehen, sondern wirklich. Ich gehe gerne zuerst über den falschen Weg und dann den richtigen, nur um zu gucken, was beim falschen ist. Falls es hier ein falsch und richtig gibt. Was ich mittlerweile bezweifle. Ja. Ich soll wieder schwimmen, okay? Diese Penner. Super, einer hat mich getroffen. The fuck? Du willst mich doch hier verarschen, oder? Der trifft mich einfach dadurch. Komme ich von hier nach dort oben. Zeit zum Klettern. Ich bin schon hier oben. Als ob ich jetzt noch klettern werde. Sehe ich so doof aus oder was? Mit meinem Kletterhaken klettere ich doch nur. Okay, da sind ganz viele Zombies anscheinend. Ich hoffe, es sind Zombies. Möge der Spaß beginnen. Wir sind Freunde, ne? Ach, ich liebe diese Technik. Ich kann den ganzen Tag nichts anderes tun, als das. Hey da. Wieder unendlich wohl. Kein Alkohol. Ich brauche ganz viel Alkohol. Alkohol für mich. Da geht's da runter. Vermutlich so zum Schleichen. Ich frisch mich noch mal kurz auf, ne? So, das Aftershave für den richtigen Mann. Kotz die da erstmal hin. Ich habe das Gefühl, hier explodiert gleich alles. Oh. Da wären wir also. In der Nacht, war ja klar. Wunderbares Wetter. Das muss es sein.
Nacht überlebt? Es ist 6 Uhr morgens. Sind wir in einem neuen Gebiet? Okay, da kommt man anscheinend nicht hin. Wir sind bei einem Damm. Und wir müssen runter. Oh, ich sehe schon. Irgendwann wird das schief gehen. Und ich lande auf einem Haufen rostiger Messer. Ganz sicher. Savvy, bist du da? Ja, alles klar bei dir? Ich habe es heil an die Oberfläche geschafft. Gut, hör zu. Die Antenne braucht Saft vom Umspannwerk. Und dafür brauchst du die Schlüsselkarte. Verstanden. Wo finde ich sie? Such in den Containern danach. Sie sollte in einem von ihnen sein. Danach suchen? Die Karte ist also vielleicht noch nicht mal da? Nein, sie ist schon dort. Ich weiß das, weil der Letzte, der etwas Ähnliches vorhatte, es bis zu den Containern schaffte, bevor der Kontakt abbrach. Easy. Ich glaube, der weiß nicht, wer wir sind. Er weiß, dass wir da sind, aber er weiß nicht, wer wir sind. Au! Bin ich jetzt nicht so nett. Mal kurz auffrischen. Oh Gott, das stürmt ja richtig hier. Immer zwischendurch Punkte noch holen, ne? So gehört sich das, Freunde. Was ist jetzt näher dran? Eigentlich das rechts hier, ne? Er weiß aber noch nicht, wer wir sind. Ja, ja, schlag nur die anderen zusammen. So. Zigaretten. Noch mehr Müll. Dankeschön für nichts. Oh, das Zeug gar nicht mehr. Aber ich krieg's einfach hinterhergeschmissen. Ist irgendwas. Das ist nicht unser Quest-Item. Ach, shit. Von hinten also, ja. Und ich kann die Tür nicht zumachen. War ja klar. Was haben wir? Oh, ups, was? Fähigkeit. Tick-Tack. Mit dieser Fähigkeit können Sie selbst nach einem Sprung an einer Wand oder an einer anderen Fläche hochlaufen. Muss man ausprobieren, glaube ich. Wie er sich da einfach getarnt hat, er hat sich nicht bewegt. Alkohol, sauber. Zweimal Alkohol. Dich kann ich gleich als Tarnung benutzen, das ist gut. Super. Fehlanzeige. Oder dich. Na gut, laufen wir zum anderen rüber. Doch, Freunde, wird das vielleicht der richtige Ort sein? Das und vieles mehr erfahren wir wohl erst morgen. Und ob die alle überleben werden, erfahren wir auch erst morgen. Höchstwahrscheinlich nicht. Das wird die beste Fähigkeit aller Zeiten.
Und rein. Euer Zero. Nein. Lass mich doch. Okay. Und? Tschüss.